Okay, gucken wir mal, ob das hier irgendwo rangeht. Hier, es wäre geil, wenn du den Baum... Ach, hier ist das Geld. Ja. Wenn du den Baum vielleicht einfach automatisch wegreißen könntest, anstatt da irgendwie rumzuzicken. So, gib mir jetzt den Burger hier. Jetzt passt's. 57. Qualität natürlich maximal hier, damit der Preis auch gerechtfertigt ist. Oh, kann man sogar Musik abspielen. Na, ja, lass mal weg hier. Öffnen. Mir gefällt das nicht, dass da ein Dollar ist. Ich hätte gerne Autosave-Frequenz aller eine Minute. Man kann es auch ein bisschen übertreiben. Ach, hier kann man sogar die Achsen invertieren. Okay. Kann ich hier keinen Euro einstellen? Oh, was ist denn das? Oder geht das mitten im Spiel nicht? Naja. Kann ich darüber aufregen. So eine Fressbude, eine Getränkebude brauchen wir noch. Einen klassischen Getränkestand. Muss ich immer das dann extra abreißen? Oder gibt es kein automatisches Abreißen? Oh, was ist jetzt los? Keine Rückmeldung. Habe ich jetzt überfordert? Eieiei. Gucken, ob sich's wieder fängt, vielleicht. Es ist natürlich blöd, dass ich den Auto-Save-Intervall auf 5 Minuten erhöht habe. Ja, Spiel hängt, das seht ihr jetzt in der Aufnahme. Na gut, eigentlich schon, aber bei mir ist es wieder auf nicht, keine Rückmeldung. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es jetzt nicht aufgehangen hat. Also schließen und gleich direkt wieder starten. Bitte entschuldigt diese, ja, Dingsung. Da seht ihr wenigstens mal das Intro jetzt so. Ne? Ist ja auch nicht schlecht. Envizio Creations. So, ja, fortsetzen. Dauert natürlich wieder ewig, bis das Spiel jetzt geladen ist. Weiß gar nicht, ob ich da jetzt eine Aufnahme draus mache oder ob ich das aufteile. Wahrscheinlich wäre Aufteilen sinnvoller. Vielleicht so im Wechsel mit Mindustry oder so. Aber wie gesagt, ein volles, langes Let's Play wird es wahrscheinlich nicht werden. So, das ganze Laden abwarten. Mal gucken, wo jetzt der Stand war. Im Sinne von, was fehlt, was ist noch da. Kann ich mal kurz einen kleinen Schluck nehmen, Moment. So, da bin ich wieder. Und wir warten darauf, dass dieses Spiel geladen wird. So. Ankunft am 3. Mai. Wann ist denn das überhaupt? Oh, wir brauchen noch ein bisschen. So, was ist denn jetzt alles noch da? Och, cool. Hamburgerbude wieder weg hier. Okay, bauen wir es halt alles nochmal neu. Ist das andere wenigstens noch da hier? Ja, das ist noch da. So, machen wir erstmal den Getränkestand.
7,57 für ein Getränk, das kann ich fast gar nicht moralisch erklären, aber was ist das für ein Gezucker eigentlich hier, dass man das nie gescheit platzieren kann? Was will der denn hier? Oder wie sagt nochmal ein bekannter YouTuber, was zuckst denn so? Natürlich fies, die Fressbude hinten irgendwo hinzustellen. Ah, nee, das kann ich nicht machen. So, ich konnte es ja drehen, ne? Passt das dort nie hin, weil da die Lampe steht, oder was? Dann reißt die doch einfach automatisch ab. Hier passt's hin. Dann halt einfach so. So natürlich für hohe Qualität. Zack. Das haben wir diese Fressbude. Das war noch irgendeine Toilette. Kleine Toilette reicht aus. Kleine Toilette, ja. In Anführungsstrichen kleine Toilette. Dann hier so ein Riesending. Kennen wir ja. Muss ich das erst alles planieren hier? Das ist doch eigentlich irgendwie... So, jetzt machen wir was. Jetzt brauchen wir mal einen Weg hin. Dort docken wir das einfach an hier. Ja, guck mal, geht doch. Toilette, da bleibe ich dabei, ist kostenlos. Aber hier ist diesmal Musik, ne? Und zwar Abenteuermusik auf der Toilette. So, Influencer ist da. So wie ich das sehe. Hier ist er. Oh, Flatrate. Wie heißt der? Flatrate Florence. Guck mal, worauf es. Ich finde einfach keine Attraktion für mich. Du musst jetzt mit einer Attraktion fahren. Weil die Leute. Oh, der ist schon fertig. Der hat schon fertig hier. Achso, die Besucher wollen Bänke. Komm, fahr jetzt mit was. Ja, dabei komme ich aus diesem Kameramodus wieder raus. Ach so, okay. Die Leute wollen Bänke. Okay, dann bauen wir das aber mal schnell. Ja, mal lieblos hier so hingerotzt. Und auch hier kann man Bänke nicht auf Schrägen stellen. Dafür aber in den Wartebereich, ja, so wie das aussieht. Warum kann ich denn hier keine Bank hinstellen? Also es geht mir immer nie so richtig in den Kopf. Gibt doch genug Stellen, wo es schräge Bänke gibt. Ein paar Mülleimer noch, dass die ihren Müll ja nicht auf die Straße schmeißen. Weil selbst die Mülltonne kann ich nicht. Doch, hier geht. Da geht's. Ich verstehe es nicht. So, hier ist er. Was ist denn jetzt nun? Will die jetzt nur mit einem Flatride hier fahren? Dann muss ich jetzt extra noch eins bauen. Zum Beispiel den Wirbelsturm. Der aber garantiert nirgendwo hinpasst. Massenlöschung, bitte einfach mal. Oh, halt den Weg nicht, nein.
Das ist ja wirklich ein Riesenrad. Boah. Ey, das ist ja... Das ist ja wirklich schon ein bisschen dezent absurd hier, das Riesenrad. Guck das doch mal an. Boah, das ist ja heftig. Bin gespannt, wie man das jetzt dort anbindet, an den Weg. Okay. Ich kette das gleich hier so an. Glückwunsch, der Park ist nun 10.000 wert. Yeah. Hier kann ich jetzt wieder eine Bank hinstellen, unten auf der Kante. Ein bisschen Gas geben. Wie lange ist die Influencer-Bratze im Park? 18 Tage haben wir noch. Ich möchte mit dem Riesenrad fahren. Ist die hat schon mit irgendwas gefahren? So, Anzahl stagniert. Gibt es eigentlich auch sowas wie Werbekampagnen? Okay, jetzt kommen sie erstmal alle zum Riesenrad gerannt. Vielleicht keine Attraktion für sich. Eieiei. Da habe ich doch hier schon ein bisschen was gebaut. Ich finde, die Attraktionen sind ja auch so riesig, ne? Also irgendwie...